Hey ho und willkommen zu Riders Republic Beta. Ich hoffe, es gefällt. Wenn ja, Abo, Like, Kommentare und ansonsten viel Spaß beim Reinschnuppern. Tore und Tunnel für die Wingsuits. Da muss ich sagen, dass es tatsächlich ein bisschen schlecht gestaltet. Also so ist es fliegen tut sich's gut. Da kann ich mich nicht mal beschweren. Lass mal hier mal kurz ausreden. Dann kann's ja flugs losgehen. Verstehst du? Okay, war ein schlechter Spruch. Jedenfalls. Wie du weißt, müssen Wingsuit-Athleten in ihren Wingsuit reinwachsen. Im übertragenen Sinn, natürlich. Also, learning by doing. Stürz dich am besten gleich rein und lass dein Haar flattern bei den nächsten wahnwitzigen Events. Au, Suki! Sorry. Okay, geh einfach. Ich mach das selbst, okay? Okay. Also, das mit den Wingsuits. Alles schön und gut, lässt sich gut fliegen und alles drum und dran. Also, zumindest der Turbo. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den normalen ist. Das werden wir aber gleich zum Abschluss quasi testen. Mit einem normalen Wingsuit. Aber, wenn ich das so richtig gerade in dem Vorschauvideo gesehen habe, dann ist das nur Tore und Tunnel durchfliegen. Die einfach so in die Luft gesetzt werden und sonst irgendwas. Das ist sehr billig. Da hätte ich mir wirklich sehr viel mehr Steep-Einfluss gewünscht. Denn da waren die Wingsuits-Rennen der Hammer. Einfach nur. Einfach nur der Hammer und integriert in die Umgebung. Du bist da wirklich halt durch Bergschluchten hindurch und alles drum und dran, durch richtige quasi Höhlenbrüche und alles Mögliche. Das war richtig gut in die Umgebung integriert. Hier offensichtlich nicht. Vielleicht werde ich nochmal zum Gegenteil überzeugt, jetzt beim Abschließenden. Aber ich habe Zweifel. Okay, und dann wollen wir auch mal dahin. Oh, interessant. In dem Massenrennen habe ich direkt erstmal 20 Punkte gekriegt. Sterne. Ja. Kann man mitnehmen. Meter. Ja. Nein. Okay. Aha. Wow, der lässt sich mal richtig tricky steuern. Aber ganz cool, um sich mal so die Umgebung anzugucken, finde ich. Finde ich ganz geil. So, grundlegend ist hier auch okay, die Umgebung, aber wahrscheinlich einfach viel zu glatt gebügelt. Gerade für gutes Wingsuit-Rennen. Okay, Kreise Schnelllandung. Kriege ich das hin? Kriege ich das hin oder kriege ich das nicht hin? Aus der Luft angenommen. Okay, das gehe ich aber mal solo. Einfach nur zum Gucken. Fliege nah am Boden und an Hindernissen vorbei, um mit dem Windsuit zu punkten. Ja, ist klar. Es gibt vier verschiedene Entfernungsstufen. Je näher du bist, desto mehr Punkte gibt es. Am gefährlichsten ist es, unter einem Hindernis hindurch zu fliegen. Aha, deshalb erhältst du dafür auch die meisten Punkte. Ja, ist klar. Okay, Wingsuit. Start.
Oh. Ich starte sogar direkt im Flug. Na, das ist ja mies. Aha. Aha. Warum habe ich keinen Auftrieb mehr gekriegt? Wow. Okay. Okay, es ist sehr eigenwillig mit der Steuerung. Oh, Sicht von unten. Sicht von unten ist ganz miese Geschichte. Aha. Okay, ich krieg gar keinen Auftrieb mehr. Ich krieg nicht genug Auftrieb, um vorne durchzukommen. Aha. Okay. Ich starte mal neu. Das ist nämlich gerade im Moment ist das für mich sehr eigenwillig. Ich ignoriere mal das mit den Punkten, sondern gehe mal auf den Steilflug. Okay. Weiter, 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 weiter. Aha, aha. Kriege ich das hin? Kriege ich das hin? Ja. Ah, ich muss oben bleiben. Was nicht leicht ist. Ich komme nicht bis hinten hin. Ich weiß nicht, wo gerade der Trick ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier die Höhe hernehmen soll. Ich krieg nicht genug Höhe zusammen, um das überhaupt abzuschließen. Okay, das ist, es ist sehr eigenwillig. Es ist wirklich sehr eigenwillig. Okay. Okay, wie soll ich diesen Schwung hinkriegen?
Bei sowas ist klar, das ist schön Hochgeschwindigkeit, das gefällt mir auch. Aber dann fehlt mir hier. Wow, wow, wow. Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen lenken. Hier muss ich, glaube ich, eher hochziehen. Also ich muss hart bremsen, um Höhe zu gewinnen. Okay, das ist ein bisschen eigenwillig gemacht. Sehr eigenwillig gemacht. Na gut. Und in dem Fall fehlt der Widerstand. Zu übertrieben empfindlich. Aber okay. Ich bin als Dieb gewohnt. Da wartet eine nice Belohnung auf dich. Geh sie dir mal holen. Ja, wo holt man denn die Belohnungen ab? Ich habe keine Ahnung. Ah ja, Fortschritt ansehen. Aha. Okay. Da kann ich überall nur... Ah ja. Okay. Ja, Multiplayer-Wettbewerbe und wöchentliche Herausforderungen. Okay. Ich würde mal sagen, war ganz interessant reinzuschauen. Aber dann starte ich selbst heutzutage und es sieht auch immer noch sogar teilweise besser aus. Steep. Als dieses Spiel. Mehr Freiheiten, nicht so an der Hand genommen werden. Geileres Feeling tatsächlich. Ja, dann lieber Steep. Gut, das war's auch zu dem Ganzen hier. Ich hoffe, es hat euch irgendwo gefallen. Und ja, wer Bock drauf hat, ne, holt sich's. Ansonsten, Steep könnte ich noch als Alternative empfehlen. Und bis zum nächsten Mal.